da sind wir auch schon bei einer weiteren Runde Pokémon Stadium 2 hier mit mir, Sefi. Und wir sind stehen geblieben bei Mahagonia City und die Marienleiter Norbert und seinen beiden Ski-Experten, mit denen wir uns sofort anlegen werden. Ich registriere nur im Flatter-Team und dann geht's auch schon los. Wir kriegen sogar einen Blizzard-Hitzeballon. Ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Ja, jedenfalls nehme ich zuerst mit Glurak, dann nehme ich noch Blitzer mit und zu guter Letzt sollte Rizaros hier eine gute Wahl darstellen. Obwohl ungebetene Gäste ihn abgelenkt haben, ist der Trainer schon auf dem Weg zur Arena von Mahagonia City. Der erste Gegner, Snowboarder Sixten, erwartet ihn bereits. Na, ja, seid ihr dabei? Wieder Flora, ja, das kommt uns ja wie rufen. Gott, dieser Fluss ist ja auch so groß. Oder ist Glurak einfach wirklich nur so klein? Oh, er wechselt. Ein Pokémon-Wechsel. Du bist auch nicht cool, Junge. War scheinbar nicht die optimale Wahl. Ring frei für Juro. Womit geht es los? Mit einem Flammenwurf. Das hat nicht viel genützt. Wie wird es dem eingewechselten Pokémon erzielen? Das Pokémon wird gewechselt. Ringfrei für Blitzer. Zugabe! Mist, es hat nicht geklappt. So ein Pech aber auch. Welche Auswirkung wird dieser Pokémon-Tausch auf den Kampf haben? Und was kommt jetzt? Der Trainer wechselt das Pokémon. Du bist nicht cool, Junge. Deswegen gerade jetzt kommt Marketon. Das Pokémon betritt die Arena mit einem Schrei. Seufz. Was wird es tun? Das hat nicht viel gebracht. Wie wird sich naja, dann wechseln wir eben wieder auf Glurak. Auf den Kampfverlauf auswirken. Ein Pokémon-Wechsel wird vollzogen. Das Pokémon erhält eine weitere Chance. Oh, Reflektor. Sein interessant. Körperattacken steigt. Naja, jetzt wird er wahrscheinlich wieder auf Europa wechseln, deswegen greifen wir den ganz mal mit der Kraftreserve vor. Oh, es wechselt doch nicht. Hm. Ich hätte gehört, er wechselt wird. Der Angriff war nicht gerade effektiv. Wie wäre es damit? Au, das tut bestimmt weh, wenn sich in dieser Flow reinlegt. Na gut, dann bleiben wir beim Flammenwurf. Ach, jetzt wechselt der feine Herr, ne? Das Pokémon wird zurückgerufen. Da beginnt sich so langsam der Mittelfinger zu erheben. Was nun? Oh, das war schwach. So, jetzt mag ich nicht mehr. Dafür haben wir das Teil doch. Eine sehr effektive Attacke. Hm. So macht man das. Eigentlich haben wir die Attacke für gute Gesteintypen. Oder allgemein für Gesteintypen. Bleiben wir beim Flammenwurf. Steinhagel wird zwar doppelt effektiv, aber erstmal ist der Angriff von Glurak niedriger als der Spitzangriff. Steinhagel hat den niedrigeren Angriff, die niedrigere Trefferwahrscheinlichkeit und Glurak kriegt noch Stab drauf auf Flammenwurf. Dadurch wird Flammenwurf eine recht solide Wahl. Nur noch ein Pokémon auf der Bank.
Das Pokémon erhält eine weitere Chance. Es verbleibt nur noch ein Pokémon. Wieso ist das Teil Luftsamen? Es ist ein gesagt Flor, Junge. Es müsste Luftflor heißen. Vielleicht hat das noch gepasst. Dann nenn es Luftbießer. Oder Luftflor. Das hätte gepasst. Naja, wir sehen dieses Bisaflor eh nicht wieder, also was soll's. Es sei denn, wir verlieren jetzt noch eine Runde. Erstmal ein schönes Rundchen verlieren. Ja, das will ich vor. Ich bin raus! Das trifft es. So, nächste Bitte. Skifahren ist der Wintersport schlechthin. Also wenn ich an Wintersport denke, denke ich an Curling. Ich nehme mit, Blitzer nehme ich mit, dann nehme ich noch Kokobai mit und ich denke, ich nehme noch Siku mit, falls alle Stricke reißen. Skifahrerin Carmen steht bereit. Sie kämpft mit derselben Anmut, wie sie über schneebedeckte Pisten gleitet. Hallo, Amoroso. Ach ja, Amoroso. Erinnert ihr euch? Challenge Cup noch gar nicht so lange her. Blitzel, Donnerblitz. Gott, mir graut es schon vor dem. Oh, schön, Feuchtwasser. Dies ist ein gnadenloser Kampf von Anfang an. Ringfrei für Radikal. Hallo Radikal. Die Anzahl der naja, es wird entweder mit Superzahl oder mit Hyperzahl ankommen. Also von daher, wir sind eh schon, da versuchen wir mal einen schönen Darabit. Ah, Hyperzahn. Ich hatte da. Hier kommt der Angriff. Au. Jawohl, ein Treffer. Oh, es hat gar nicht so viel abgezogen, wie ich dachte. Der Kampf wird immer intensiver. Früher war das meine Angstattacke. Oder einer meiner Angstattacken. Da steht Hyper vor. Das muss gefährlich sein. Klein Sefi denkt. Der Kampf erscheint einseitig, aber noch ist nichts entschieden. Ringfrei für Simon. Hallo Simon. Das letzte Pokémon battlet die Arena. Beide tun sich schwer. Und noch einer. Genau. Es sind keine kampffähigen Pokémon mehr übrig. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Egal wie oft ich hier stürze, ich stehe immer wieder auf. Das ist schön für dich. So, jetzt aber beim Butter bei der Fische. Jetzt kommt Norbert. Fein. Ich werde deine Erfahrung bereichern. Und er hat nackt. Deshalb nehme ich als erstes mal Glurak mit. Da ich hoffe, dass das Arktos gleich zuerst kommt. Dann nehme ich noch mit Suicune. Sollte sich hier gegen die ganzen Wasser-Pokémon eigentlich ziemlich gut behaupten können. Und zu guter Letzt nehme ich noch Cyana mit. Nun geht es gegen Norbert, den Arenaleiter von Mahagonia City. Der Herausforderer sollte sich vor Norberts starken Eis-Pokémon und ihren Erfrierungsattacken in Acht nehmen. Erfrierungsattacken sind sich voll süß an.
Und da ist auch ein besagtes Arktos. Gut da. So, ich bleibe mal bei Flammenwurf. Auch wenn mit Steinhagel wir sowohl den Flugtyp als auch den Eistyp effektiv treffen würden. Aber ich mache mir erstmal Sorgen darum, dass es nicht trifft. Und zweitens hat Flammenwurf einen höheren Angriff. Und ist speziell, das, und das ist bei Glurak sowieso der höhere Wert, außerdem kriegt seinen Startboost drauf. Das sollte eigentlich von daher die überlegende Wahl sein. Und das war Arktos. Welches Pokémon betritt die Arena? Ringfrei für Girafarig. Ein erbitterter Schlagabtausch. Versuchen wir mal, Flammenwurf. Okay. Eine üble Attacke. Jawohl, ein Treffer. Oh, hat gar nicht so wenig abgezogen. Was? Was nun? Ich finde es witzig, dass das bei einigen Pokémon immer so eine Sekunde braucht, bevor die Animation von der Attacke eintritt. Und schon geht es los. Ein so, und das war auch schon Girafarig. Auf die Bretter! Kann man diese unglaubliche Kraft des Pokémon überhaupt stoppen? Wenn du ein Pokémon hast, das eine Attacke von Glurak überlebt oder schneller ist und den 75 KP abziehen kann, dann ja. Egal, wir bleiben jetzt bei Flammenwurf. Das scheint mir hier auch die überlegendere Variante zu sein. Oh, es hat's ja noch überlebt. Wie putzig. Naja, das sollte Glurak jetzt aber gewesen sein. Wie gesagt, 75 KP abzuziehen ist jetzt keine Kunst. Glurak hat einen exzellenten Kampf abgeliefert. Hat immer einen Arktisplatz gemacht. Und Girafarig. Ringfrei für Siana. So. Das sollte jetzt ganz flott gehen. Ein Anflug von Psychokinese. Jawohl, ein Treffer! Das letzte Pokémon wurde besiegt! Das war das Ende! Sehr schön. Ja, ich denke, du wirst es mal beibringen. Das auf jeden Fall. Und damit haben wir die Arena-Leiter von... Ich meine natürlich, wir haben den Arena-Leiter von Maragonia City geschlagen und sehen uns jetzt Sandra gegenüber, der letzten Arena-Leiterin in der Jute-Region. Und ihre beiden Ast-Trainer sind natürlich auch mit dabei. Mann, Norbert ging echt schnell. Schauen wir mal, wie lange das hier dauert. Ich hoffe, durch die Kämpfe neue Einsichten zu bekommen. Hallo, was denn Team? Was nehme ich denn da mit? Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Oh, ich weiß, ich nehme mit Blitzer, Rezaros und Ciana. Endlich die letzte Arena. Die Trainer von Ebenholz City erwarten den Herausforderer bereits. Als erstes kommt Trainerin Gloria. Hallo Wilner! Und ihr wisst, was jetzt kommt, nämlich eine geschmeidige Agilität. Seine Agilität steigt! Was
Was wird der Gegner tun? Oh, es ist im Strudel gefangen! Können wir uns aus dem Feuerwehr mit einer Stafette rausholen? Geht das? Ich hab's noch nie probiert. Zeit, es herauszufinden. Funktioniert das? Es übergibt an ein anderes Punkt. Sieht gut aus. Ring frei für Icarus. Also den Feuerwehr haben wir jetzt bestimmt mit übernommen, ne? Gehypnose! Es ist eingeschlafen! Oh, auch nicht. Dieses Nickerchen macht den Kampf bestimmt einseitig. Es schläft tief und kann nicht getauscht werden. Nur gerade sagen, guck jetzt ein neuer Feuerwirbel. Was nun? Das hat nicht viel gebracht. Icarus, Zeit zum Aufstehen. Es macht keine Anstalten, aufzuwachen. Was ist das? Na, das hat nicht viel genützt. Der Angriff funktioniert weiterhin. Ach, Icarus, jetzt wach doch endlich auf. Ich weiß, dass du das kannst. Es schläft noch immer. Oh, das gibt's doch nicht. Was jetzt? Der Angriff war nicht gerade effektiv. Es gibt kein Entbrennen. Alter, wie er das sagt, als wenn das hier das Todesurteil wäre. Ja, wobei, das könnte es sein. Es ist endlich. Na, endlich. So, Icarus, jetzt will ich aber ein Erdbeben der Extraklasse von dir sehen. Festhalten, Erdbeben! Kaboom! Das war perfekt! Lass dich durchgehen. Es wurde mit einem Schlag auf die Bretter geschickt. Welches Pokémon kommt als nächstes? Ringfrei für Enturon. Wird dieser Kämpfer den Erwartungen... Naja, da wir eh so gut wie tot sind. Ruf da. Und schon geht es los. Treffer, das war gut. Es setzt Whirlpool ein. Das muss das. Naja, viel mit gefangen genommen werden ist hier nicht. Welches Pokémon betrifft die Arena? So, Blitzer weitermachen. Das Pokémon verlässt seinen Pokéball. Auf jeder Seite gibt es noch zwei Pokémon. So, jetzt kommt ein Donnerblitz, der sich gewaschen hat. Blitz, Donnerblitz! Eine volle Breitseite! Ciao, Enterhorn! Oh, es bricht zusammen! Nur noch ein Pokémon! Ring frei für Farbigel! Es verbleibt nur noch ein Pokémon! So, da bleiben wir mal bei David. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon ist 2. Mal gucken, was das Farbigel so kann. Jetzt geht es los! Verheerender Schaden! Pilzspuren! Pilzspuren! Es ist eingeschlafen. Naja, was soll's. Welche Auswirkungen? Schlafen wir ein paar Runden. Nickerchen auf den Kampf. Ah, es kann sich nicht bewegen. Mal gucken, wo mir da jetzt ankommt. Oder sie vielmehr. Ich bin ein Spinnennetz. Oh nein, dieses Pokémon kann nicht getauscht werden. Ich stelle mir vor, creepy vor, wie das farbige sich wie so eine Spinne benimmt und überall Spinnenweben macht. Voll creepy. Es wird von Nachtmar heimgesucht. Was für ein Farbiger kann das auch angreifen? Über Sieg oder Niederlage. So, es war's mit Nachtmar, wir sind aufgewacht. Wird das ausreichen? So, ciao. Es hat es gerade noch geschafft. Ernsthaft? Was wird es tun? Ein großartiger. Was für ein nerviges Farbiger. Naja, wenn es das unsere Nachbarn sind.
Der Nachtmar? Was Nachtmar? Die Nachtmar? Ich hab keine Ahnung. Die Albträume. So. Das letzte Pokémon wurde besiegt. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Meine Güte, was eine Geburt. Gibt's denn noch nervigere Kämpfe? Ich bin verdammt sauer. Ein Niederlage reizt mich bis aus Blut. Ja, mich auch. Das war mein Schul. Der wollte auch mal Hi sagen. Stell dich meinen gestählten Pokémon. Oh, er hat seine Starter-Pokémon-Liga geupgradet sozusagen. Was nehme ich denn mal mit? Ich nehme Psyana mit für den Anfang, weil ich würde lieber effektiv treffen wollen. Ich nehme Glurak mit, ich nehme Sliko mit. Und ich nehme Kokoball mit. Der nächste Gegner ist Trainer Vincent. Er ist sicher sehr stark. Mit seinen ganzen Starter-Pokémon. Oh, mir fällt gleich auch gerade auf, dass Glurak alle effektiv treffen kann. Wie nice. Hallo Sherlock. Aber man will es natürlich nicht herausfordern. Sie gehen in Kampfstellung. Oh, das Pokémon wird plötzlich ausgewechselt. Ringfrei für Kokobai. Ja, die hätte Glurak Sammy getan. Das ging daneben. Welche Auswirkung wird dieser Mal gucken, ob er wechselt. Auf den Kampf haben? Nope. Dann Gigasaubern wir mal ein bisschen. Eine starke Attacke. Das muss schmerzen. Aua, das tut jetzt weh. Au. Oh, es geht zum Mond. Mein Name ist Kokoball. Naja, was soll's, aber so Glurak eben daran. Das Pokémon erhält eine weitere Chance. Hey, guck mal, ich setze ein Feuer-Pokémon gegen den Wasser-Pokémon an. Hey, ich bin im Vorteil, jetzt nehme ich so Pokémon die Maske auf. Kraftreserve. Ist das eigentlich schon Cheaten? Ich meine, man hat dadurch doch einen ganz klaren Vorteil. Und du glaubst, das ist eine gute Wahl? Auf jeder Seite gibt es noch zwei Pokémon. Eine böse Attacke mit dem Schwanze! Guter Kanter! Ja, das war eine gute Wahl. Nur ein Schlag hat ausgereicht! Alter, ist das nervig! Nur noch ein Pokémon! Ringfrei für Suicune. Es verbleibt nur noch... Na, mal gucken, was er gleich einsetzt. Jetzt heißt es ein Pokémon gegen zwei. Jetzt kommt erstmal ein Feuersturm. Was wird es tun? Oh, das geht vorbei. Den Surfer zum Gruße. Na, eigentlich. Jawohl, bis jetzt hat er, wie gesagt, Dings ins Glura, Glutexo und... Wow. Sherlock dabei, also würde jetzt wahrscheinlich in der, hier wieder Flur kommen. Oder Norbert. Ich hoffe, es ist Norbert. Kann man nicht das einfach vergiften und zurücklehnen. Ringfrei für dieser Klasse. Das letzte Pokémon Bettlitz. Ja. Ab jetzt heißt es 1 gegen 1. Nicht, dass er hier gleich wieder mit dem Spiegelkälber ankommt.
Angriff war nicht gerade effektiv. Sein Schutz gegen Körperattacken steigt. Ich will erst gucken, ob er mit Spiegelcape ankommt, bevor ich den Eisstrauß packe. Was ist das? Weil nachher setzen wir Eisstrahl und der hat wieder so ein paar KP übrig und schicken uns mal mit Spiegelcape auf die Masse. Weil ich gar nicht weiß, kann dieser Fluss überhaupt lernen? Sieht nicht so aus. Hier kommt der Angriff. Es scheint ihm nichts auszumachen. Es verwendet Reste, um seine KP aufzufüllen. Naja, versuchen wir mal einen Eisstrahl. Wenn er uns jetzt ausspiegelt, Cape, dann haben wir Pech gehabt. Aber ich glaube gar nicht, dass dieser Flo das lernen kann, wenn ich mir es so recht überlege. Hier geht es los. Ein kraftvoller Schlag. Warte ab, jetzt Spiegel, Cape. Ich hätte geweint. Einfach nur geweint hätte ich. Wow, ein schwerer Treffer. Und jetzt ist das Teil eine Flinklammer ein. Ich gehe immer vom Schlimmsten aus. Mir ist das Worst-Case-Szenario noch gerade gut genug. Es sind keine kampffähigen Pokémon mehr übrig. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Ich wurde total besiegt, aber ich habe es überlebt. Hätte schon mal sein können. Und damit wären wir auch bei Sandra angekommen, der letzten Arena-Leiterin. Zumindest aus der Yoto. Du weißt, wer ich bin? Und trotzdem forderst du mich heraus. Holla. Was mache ich denn mit dir? Dieses Arm voraus kann bestimmt Eishieb, oder? Ich würde davon ausgehen, dass es das kann. Ich würde wetten, dass es das kann. Hier scheint mir Suicune angebracht zu sein. Suicune kann Gyarados nur, also Gyarados, sofern es kein Donner oder kein Donnerblitz kann. Sonst wird's tricky. Moment, das machen wir. Das machen wir anders. Wir nehmen Blitz als erstes mit, falls Glurak oder Gyarados als erstes kommen. Die können wir nämlich auf jeden Fall outspeeden. Rizeros könnte Blitzer sogar mit einer Kraftreserve auf die Bretter schicken. Könnte. Dann nehme ich Suicune mit für Nidoking, Glurak, Gyarados. Rizeros. Und dann brauchen wir noch für das Arm voraus. Ich glaube, da vertraue ich auf Ciano. Der Herausforderer steht nun dem letzten Arena-Leiter gegenüber. Weil, ja, wie gesagt, ich befürchte, dass es einfach auf Eis liegt. Sonst hätte ich Rizeros mit eingepackt. Der Herausforderer gegen ihre brutalen Drachen-Pokémon Brutale Drachen. Jetzt zählen wir mal gemeinsam durch, wie viele Drachen sie im Team hat. Oh, da ist ja auch schon der einzige Drache in ihrem Team. Entweder wechselt sie jetzt auf Rizeros oder sie bleibt drin und kann, keine Ahnung, überstrahlen. Und schon geht es los. Treffer. Wahrscheinlich kommt jetzt mit Wutanfall auf Feuer oder? Mach mal eine Hydro-Pumpe. Eine böse Attacke! Treffer! Das war gut! Beide Kämpfer versprühen Funken! Eine üble Attacke! Treffer! Das hat Schaden! Naja, sofern sie jetzt mit ihrer Hydro-Pumpe im Volltreffer landet, müsste Blitzhaus eigentlich überleben. Aber auch nur ganz knapp. Ein wilder Kampf entsteht. Blitzel, Donnerblitz. Jawohl, so, dann machen wir das Seatracking erstmal Geschichte. Oh, oh, es geht zu Rom. Mal gucken, was jetzt kommt. Welches Pokémon kommt als nächstes? Ringfrei für Ampharos. Ich habe befürchtet, dass sie es nicht hat. Naja, wechseln lohnt jetzt nicht. Wir haben einfach mal einen Donnerblitz drauf und gucken, was passiert. Das andere hingegen erscheint müde. Oh, das ist schneller. Nee, es hat eine Flinkklaue.
Treffer, wie es aussieht. Auf es! Knuddelattacke! Warum lache ich Blitzers gerade K.O. gegangen? So. Ring frei für Siana. Auf jeder Seite gibt es noch dann, los. Pokémon. Eine starke Attacke. Ein großartiger Treffer. Jetzt geht es los. Das war gut. Ernsthaft. Ein erbitterter Schlagabtausch. Das ist jetzt natürlich mega Pech, ansonsten hätte Ciara was gewonnen. Treffer, das hat Schaden angerichtet. Eine böse Attacke. Beide Pokémon scheinen müde zu werden. Naja, wir hätten uns jetzt entweder heilen können oder mit Morgengrauen oder es halt einfach besiegen können. Oh nein, wir sind ja paralysiert. Jawohl, ein da muss Suicune das jetzt richten. Es ist völlig erschöpft. Und ich würde es gerne sehen, dass Suicune jetzt schneller ist als Ampharos. Ring frei für Suicune. Es verbleibt nur noch ein Pokémon. Die Anzahl der verbleibenden KP unterscheidet sich erheblich. Na Gott sei Schrank. Dem Surfer zum Gruße. Jawohl, ein Treffer. Ja, es wurde besiegt. So, jetzt wäre ich sehr dankbar, wenn Rizza rauskommen würde. Oder Glurak. Weil, wie gesagt, ich nehme mal an, ihr, dass ihr wenigstens ihr Garados sicherlich Donnerbeats callen wird. Und da ist es schon. Naja, hauen wir erstmal Toxin drauf. Ja, Risikotackle. Das ist mir viel lieber als Donnerbeats oder Donner. Damit können wir arbeiten. Das Gift schadet den Gegner ständig. Es benutzt sein Item und alle Statusänderungen werden aufgehoben. Es verwendet Reste, um seine KP aufzufüllen. Was nun? Der Schlag wurde abgewehrt. So, Suicune, jetzt triff bitte. Oh, ihr Garados ist auch noch weiblich. Keine gute Entscheidung. Was jetzt? Den so. Gegner fortwährend zu schwächen scheint der Plan zu sein. Der so, Eisstrahl trifft immer noch neutral. Was wird es tun? Ein kleiner Kratzer. Wieso war der jetzt schneller? Verstehe ich nicht. Hier kommt der Angriff. Das hat nur wenig Schaden angerichtet. Ein so, jetzt aber hurtig ins Bett. Wieso ist der schneller? Der wird doch eben langsamer. Oder? Der Schlag wurde ich glaube, es gerade das war schon die ganze Zeit schnell und ich habe es nicht gemerkt. Aber jetzt ganz hurtig Erholung. Oh, ein kurzes Nickerchen. Beide Kämpfer versprühen Funken. Was ist das? Ein kleiner Kratzer. Wow, zu na, schön, nächste Runde ist auch schon vorbei. Ach, es kann sich nicht bewegen. Entscheidet die nächste Attacke über Sieg oder Niederlage? Keine Sorge, an der Attacke wird es nicht scheitern. Ja, was danach kommt. Was nun?
Das hat nur wenig Schaden. Wow, wie süß. Oh nein, in dieser kritischen Situation wird es noch weiter geschwächt. Das letzte Pokémon wurde besiegt. Das war Level beendet. Du bist gut genug, dich den Top 4 zu stellen. Ich dachte erst, das wäre ein Punkt. Aber nein, es ist ein Komma. Sie sind sicher sehr ähnlich, entschuldigt. Du hast alles gegeben, um bis zu uns zu gelangen. Wir sind stark beeindruckt. Von nun an wirst du gegen uns die Top 4 antreten müssen. Und damit wären wir bei den Top 4 angekommen, die wir im nächsten Part im Angriff nehmen werden. Also bis zum nächsten Mal und bis dann sage ich Ciao!